Es nähert sich ein Jubiläum, das die Stadt Neubrandenburg ein ganzes Jahr in Atem halten soll. 2023 feiert die Vier-Tore-Stadt ihren 775. Geburtstag. Im Neubrandenburger HKB fand am 20. April der Auftakt zur Planung der Festveranstaltungen statt. Das bereits eingerichtete Festkomitee beauftragte das Veranstaltungszentrum Neubrandenburg mit der Festorganisation. Ziel sei es, so Geschäftsführerin Barbara Schimberg, das Jubiläum ein ganzes Jahr über gemeinsam zu feiern, dabei Bestehendes auszubauen und Neues zu entwickeln. Also wir haben übers Jahr in Neubrandenburg ja schon sehr viele Veranstaltungen, die Tradition haben, wie zum Beispiel das Vier-Tore-Fest, aber auch die Mecklenburger Radrunde. Das sind alles so Veranstaltungen, die traditionell jedes Jahr stattfinden. Ich lasse jetzt mal Corona außen vor, was in den letzten 2 Jahren nun ausfallen musste. Aber wir werden auch, ich hoffe, durch die vielen Ideen, die da zusammenkommen, auch neue Veranstaltungsformate kreieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass in der nächsten Zeit dann auch jemand sagt, also das brauchen wir nicht bloß für dieses Jahr, sondern das werden wir fortführen, das werden wir weiterführen. Und so wird das Leben und die Angebote hier in Neubrandenburg auch bunter. Ein Festlogo, angelehnt an die Vier-Tore-Spirale, ist bereits entwickelt. Eine Festfigur, angelehnt an die Adorantinnen, soll die Grundlage für Merchandise-Artikel bilden. Der Startschuss für das Festjahr fällt zum Stadtgeburtstag am 4. Januar und soll in einer großen Silvesterfeier enden. Bereits geplant ist unter anderem eine 775 Meter lange Festtafel im Kulturpark, an der gemeinsam mit den Bürgern gefeiert werden kann. Vereine, Verbände und Bürger sind aufgerufen, sich mit Ideen zu beteiligen. Denn das Festjahr soll auch das Wir-Gefühl und die Heimatverbundenheit stärken. Neubrandenburg ist eine tolle Stadt, eine Stadt voller Sport, voller Kultur, voller Wirtschaft und Bildung. Und das alles abzubilden, das ist unser Ziel. Und auch die Leute ein bisschen bei der Ehre zu packen und zu sagen, seid stolz auf eure Stadt, hier hat sich viel getan und lasst uns gemeinsam das feiern. Bis Ende Oktober soll nun ein umfangreicher Veranstaltungskalender entstehen, der aber auch dann noch offen für weitere Ideen der Bürger bleibt. Aktivitäten übers Jahr.